wie aus einem Drehbuch für die Akte X-Serie ein Kulthorrorfilm wurde. Der Film, der seinen Regisseur umgebracht hat. Die teuersten Stunts aller Zeiten. Und ich sage euch, warum das hier die vorerst letzte Folge des Movie Trivia ist. Bevor es soweit ist, aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Between the dimension of life and death. How many made it? Just you, I'm afraid. Kennt ihr zufällig den Slasher-Film Nur Tote überleben? Nein? Gut, wenig verwunderlich. Der kaum bekannte Streifen aus dem Jahr 1983 ist qualitativ eher unterdurchschnittlich und war hierzulande zudem lange indiziert. Aber für die Filmgeschichte hat er dennoch einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet. Im Film geht es um eine Frau, die zu Beginn in einen katastrophalen Flugzeugabsturz gerät und diesen durch mysteriöse Umstände als einzige überlebt. Als kurz darauf um sie herum immer mehr Menschen sterben, glaubt sie, vom Tod höchstpersönlich verfolgt zu werden, der ihre Seele einfordern will. Und da dürfte es bei euch vielleicht dämmern. Gab es genau diese Geschichte nicht schon mal woanders? Ja, gab es, nämlich in diesem Film. Das scheiß Flugzeug explodiert gleich! Final Destination aus dem Jahr 2000 ist mittlerweile Kult. Auch weil die Macher die typischen Horrorklischees vom Killer, der nach und nach Teenager um die Ecke bringt, clever aufbrachen und mit einer Erzählung über Schicksal und den leibhaftigen Tod verbanden. Die Idee dazu entnahm der Drehbuchautor Jeffrey Reddick laut eigener Aussage tatsächlich aus Nur Tote überleben. Ursprünglich wollte er sein Drehbuch mit dem Namen Flug 180 an die Macher der Akte X-Serie verkaufen. Schnell wurde ihm aber klar, das hier hat durchaus das Potenzial, ein Kinofilm zu werden. Daraus wurde dann Final Destination, der so erfolgreich an den Kinokassen war, dass bekanntermaßen eine ganze Reihe daraus wurde. Interessanterweise basiert aber auch das Drehbuch zu Nur Tote überleben auf einer Idee, die noch älter ist. Die Macher ließen sich nämlich von einer Episode der legendären Kultserie Twilight Zone inspirieren. Bereits 1961 wurde in der zweiten Staffel die Folge 22 ausgestrahlt, in der eine Frau immer wieder von Visionen einer nahenden Katastrophe geplagt wird. Teil dieser Träume ist stets die Zahl 22 und eine Frau, die sie mit den Worten "Room for one more, honey" begrüßt. Ganz am Ende bestätigen sich dann diese Träume. Beim Boarding eines Flugzeugs mit der Nummer 22 trifft sie wieder auf diese Frau, woraufhin sie entscheidet, den Flug nicht zu betreten. Und dann passiert das hier. Es zeigt sich also, dass manchmal selbst die cleversten Ideen nicht unbedingt die eigenen sein müssen. I'm just gonna have Christian play this. And I want to know how you guys think they did it. Ich habe tatsächlich nicht schlecht gestaunt, als ich vor ein paar Wochen eine Folge VFX Artists React von Corridor Digital gesehen habe und da Folgendes gesagt wurde. This set the record as the most expensive stunt in history. Oh my god. This cost $25 million for this five-minute sequence. Ja, wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet Speed 2, die eher mäßige Fortsetzung zum Bombe im Bus-Film mit Keanu Reeves, den Rekord für den teuersten Einzelstunt der Filmgeschichte hält. Regisseur Jan de Bont weigerte sich, Miniaturen zu verwenden und ließ stattdessen einen kompletten Stadtteil und den Vorderteil des Kreuzfahrtschiffes in St. Martin nachbauen und ließ dann seiner Zerstörungswut freien Lauf. CGI kam dann nur zum Einsatz, um den Rest des Schiffes hinten dran zu animieren. Ausgehend von diesem fast unglaublichen Filmfakt wollte ich mal herausfinden, welche Stunts denn sonst so zu den teuersten aller Zeiten gehören. Eine Sache, die ich dabei herausgefunden habe, ist, dass es immer dann besonders teuer zu werden scheint, wenn Actionfilme ihre spektakulärsten Szenen in der Luft stattfinden lassen. Meist auch, weil die Sicherheitsrisiken drastisch in die Höhe schnellen. Choppers coming in! It's him. Hier zum Beispiel, für die atemberaubende Highway-Verfolgungsjagd in Terminator 2 wollte James Cameron unbedingt einen Hubschrauber unter einer Brücke hindurchfliegen lassen. Und zwar ohne CGI-Unterstützung. Dafür musste ein komplettes Segment des Highways über Tage gesperrt werden, auch weil das Kamerateam eine Strecke von 8 Kilometern mit künstlichem Licht ausleuchten musste. Und dann ließ man einen besonders tollkühnen Stuntflieger mit 110 Stundenkilometern unter der Brücke durchbrettern. Der Abstand zwischen Hubschrauber und Brücke betrug gerade einmal 1,5 Meter, was laut Cameron selbst den Kameramännern zu gefährlich war, die sich weigerten, den Stunt zu filmen. That was real? The camera crew said, we won't shoot that. So I said, okay, fine, I'll shoot it myself. And it was just me and the insert car driver following the helicopter through there. Alles in allem verschlang der Stuntaufbau rund 10 Millionen US-Dollar. Kleiner Nebenfakt am Rande, wie man den Original-Storyboard-Zeichnungen von Cameron entnehmen kann, sollte diese Szene ursprünglich sogar komplett in einem Tunnel spielen und deutlich länger laufen. Aufgrund der erheblichen Sicherheitsrisiken und damit verbundener Kosten wurde der Stunt für den Dreh aber verkleinert. Offenbar hat also selbst James Camerons Größenwahn seine Limits. Hold on.
Richtig teuer wurde es auch am Set des Hugh Jackman-Actionfilms Passwort Swordfish. Denn auch wenn es in der heutigen Zeit kaum noch vorstellbar erscheint, aber auch diese Szene, in der ein Hubschrauber einen ganzen Bus durch die Innenstadt von Los Angeles trägt, kommt fast vollständig ohne Computereffekte aus. Dafür musste das Produktionsteam extra einen speziellen Lastenhubschrauber ordern, dessen Miete allein laut Berichten pro Stunde $25.000 gekostet haben soll. Später crasht der Bus dann sogar noch in ein Gebäude, für das ein extra Set gebaut wurde. Und weil ein ganzer Straßenzug abgesperrt werden musste, minimal per CGI nachgeholfen wurde und 12 verschiedene Kamerateams gleichzeitig zum Einsatz kamen, belaufen sich die Kosten für diese Szene allein auf rund $15 Millionen. Tango, Tango. Did the plane. I'm coming over. Wilco 5 Lima. Der vermutlich teuerste Stunt, der von einer Einzelperson ausgeführt wurde, stammt aber aus diesem Film. In Sylvester Stallones Cliffhanger gibt es eine Szene, in der sich einer der Gangster aus einem Flugzeug in ein anderes Flugzeug abseilt. Und das ist ebenfalls alles echt, ohne CGI und doppelte Böden. Das Problem, dieser Stunt ist derart gefährlich, dass Stallone und sein Regisseur zunächst keinen Stuntman finden konnten, der irre genug gewesen wäre, in 4500 Metern Höhe ohne Sicherheitsseil das gefährliche Manöver durchzuführen. Obendrein weigerten sich sämtliche Unfallversicherungen, die Produktion der Szene zu decken. Erst als Sylvester Stallone $1 Million aus seiner eigenen Tasche aufbrachte, fand sich mit Simon Crane, ein Mann, der bereit war, für diese Summe sein Leben aufs Spiel zu setzen. But just as he reaches the door, a pocket of powerful turbulence blasts him off course. I was probably within about 6 feet of the engines of the Jetstar, which was very, very dangerous. Also wenn ihr mich fragt, wenn es eine Leistung gibt, für die man $1 Million verdient, dann ist das definitiv ganz oben mit dabei. Teure Stunts gibt es aber nicht nur im Kino der Moderne. Bereits 1926 erdachte Stummfilmlegende Buster Keaton, der berühmt-berüchtigt für seine zahllosen halsbrecherischen Stunts war, eine Szene für das große Finale seiner Bürgerkriegskomödie Der General, die als der teuerste Actionstunt der gesamten Stummfilmära galt. Keaton ließ dafür über einen Fluss in Oregon extra eine befahrbare Holzbrücke bauen, steckte sie daraufhin in Brand und ließ dann eine Lokomotive über die Brücke fahren, die dann mitsamt des Zuges in sich zusammenbricht. Insgesamt $42.000 kosteten Aufbau und Dreh der komplizierten Szene, was nach heutigem Geldwert fast eine $750.000 wären. Aber nicht nur Stunts sind wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht, wie sehr euch das bewusst ist, aber oft sind beim Film nicht nur die Dinge besonders teuer, die man sieht, sondern das, was man hört. Wann immer nämlich ein Song aus der Popkultur eingespielt wird, dann müssen die Filmstudios diesen bei den Künstlern lizenzieren. Und das kann bei besonders bekannten Tracks richtig ins Geld gehen. Zu den teuersten Liedern gehört beispielsweise einer, den ihr im Hintergrund leicht raushören könnt. Thunderstruck von AC/DC hört man beispielsweise in Deadpool 2 oder Battleship. Und jedes Mal, wenn ihr Angus Youngs legendäre Gitarrenriffs in einem Film hört, könnt ihr davon ausgehen, dass das Studio mindestens $500.000 dafür hinblättern musste. Aber es geht noch teurer. Die Macher des Teenie-Dramas Eiskalte Engel wollten für die legendäre Schlussszene unbedingt Bittersweet Symphony der britischen Band The Verve nutzen, bis ihnen der Preis für das melancholische Stück genannt wurde. Knapp $1 Million wollten The Verve für die Nutzung haben. Das Problem war jedoch, die Produzenten des Films hatten nur $10 Millionen Gesamtbudget für den Film eingeplant. Dieser eine Song hätte also allein 10% des Geldes aufgebraucht. In ihrer Verzweiflung probierten die Macher rund 200 andere Lieder unter die Szene zu legen, aber keiner davon wollte wirklich passen. Am Ende entschied man sich, der Preisvorstellung nachzugeben. Ob es nun am Song lag oder dem Film, ist hinterher schwer zu sagen, aber diese Szene ist Teil der 90er Jahre Popkultur geworden. An Filmsets werden aber darüber hinaus für alles Mögliche unglaubliche Summen ausgegeben. Mal zum Beispiel, um einen der meistbesuchten Orte der Welt komplett zu räumen, wie etwa für eine der zentralen Szenen im Film Vanilla Sky. $1 Million musste die Produktion an die Stadt New York zahlen, um den Times Square für gerade einmal 3 Stunden nutzen zu dürfen. Es gibt aber auch Momente am Set, die ein Regisseur in der Regel unbedingt vermeiden will. Die großen Fails, Situationen, in denen Stunts dermaßen aus dem Ruder laufen, dass sich die Budgets unkontrolliert aufblähen. Einer der bekanntesten Fälle ist vermutlich das brennende Haus am Set des russischen Films Opfer. Der legendäre Meisterregisseur Andrei Tarkovsky ließ für diese Szene in wochenlanger Detailarbeit extra ein komplettes Haus errichten, das er dann kontrolliert niederbrennen ließ. Dummerweise setzte ausgerechnet beim Dreh des komplexen Moments die Kamera aus. Tarkovsky hatte sich entgegen dem Rat seines Kameramanns gegen die Nutzung mehrerer Kameras ausgesprochen, um Geld einzusparen. Und genau das rächte sich nun, da die gefilmten Szenen allesamt unbrauchbar waren. Im Making-of-Material kann man die anschließende Verzweiflung von Tarkovsky und seiner Crew sehen. Куда он поехал, епи его мать, а?
Tarkovsky ließ das komplette Haus innerhalb von 2 Wochen noch einmal von Grund auf erbauen, wodurch das Budget des Films sich um 1/3 erhöhte und damit wohl als einer der teuersten Fails der Filmgeschichte gilt. Leider verstarb Andrei Tarkovsky nur kurze Zeit nach der Fertigstellung von Opfer, weshalb sein letztes Werk in der Rezeption oft als der Film bezeichnet wird, der seinen Regisseur dermaßen ausgezehrt habe, dass ihm der Stress letztlich das Leben kostete. Tarkovsky starb jedoch nicht an den Folgen der Überanstrengung, sondern litt an einem seltenen Lungenleiden. Und genau hier gibt es wohl eine fatale Verbindung zu einem seiner anderen Filme. 6 Jahre vor Opfer, genauer im Jahr 1979, drehte er sein visionäres Science-Fiction-Meisterwerk Stalker, der später auch die Videospielreihe inspirierte. Tarkovsky drehte den Film in der Nähe eines Wasserkraftwerkes in Estland, wo laut Aussagen von beteiligten Crewmitgliedern stark verseuchtes Endmaterial in die Umwelt gepumpt wurde. Der Soundingenieur des Films erzählte später, dass die umliegenden Flüsse, in denen die Crew drehte, derart verschmutzt gewesen seien, dass die Crew schwerste Hautausschläge davon trug. Gleich mehrere Crewmitglieder, unter anderem Tarkovsky, dessen Ehefrau und einer der Darsteller starben später an derselben seltenen Lungenkrankheit, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die schwere Vergiftung des Drehortes zurückzuführen ist. Stalker gilt bis heute als Meisterwerk des Science-Fiction-Genres und dürfte auch der Film sein, der seinem Regisseur das Leben kostete. Als letztes jetzt kein Trivia-Fakt, sondern eher eine Info. Ich wollte euch nämlich mal sagen, dass das hier vermutlich die allerletzte Folge des Movie-Trivias ist. Warum? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich mache ja das Movie-Trivia wirklich schon sehr lange. Seit 10 Jahren habe ich diesen Kanal und eines der ersten Videos, die ich hier gemacht habe, war ein Movie-Trivia. Und über die Jahre habe ich immer mal wieder, mal mehr, mal weniger, eine neue Folge gebracht. Spätestens mit Schluss damit hatte sich dann auch das Format verändert. Seitdem mache ich das Movie-Trivia ja mit Filmschnipseln und nicht mehr vor der Kamera. Und ich habe zuletzt mehr und mehr gemerkt, dass es mir immer schwerer fällt, neue Folgen zu machen und ich auch nicht so wirklich Lust darauf habe. Das liegt an der Art, wie ich diese Folgen mache. Ich recherchiere sehr lange, sehr viel und ich versuche in diesen Folgen immer so einen roten Faden zu haben, wo die Trivias dann auch so ein bisschen zusammengehören. Ich möchte nicht wie früher einfach kleine Sachen innerhalb von einer halben Minute oder so runterrödeln, die man dann eh bei IMDb findet. Die kann sich nämlich jeder durchlesen, sondern ich möchte immer so ein bisschen Mehrwert bieten. Aber ich habe gemerkt, die Recherchearbeit dafür ist extrem aufwendig. Und diese Videos dann zu schneiden, das dauert manchmal Tage, weil ich halt dieses ganze Material endlos heraussuchen muss. Hier für diese Folge zum Beispiel habe ich mich durch ganz viel Behind-the-Scenes-Material durchgewühlt und das ist nicht mehr zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn ich so viele andere Videos auch noch bringen möchte. Und deswegen habe ich mir etwas anderes überlegt, eigentlich sogar 2 Optionen, denn das Movie-Trivia möchte ich nicht so ganz hinter mir lassen. Die eine Möglichkeit wäre, das wieder vor der Kamera zu machen und dadurch auch nicht mit so viel Bildmaterial arbeiten zu müssen. Das ist im Schnitt dann wesentlich einfacher und erleichtert mir die Arbeit dann wirklich. Aber ich muss sagen, ja, dann ist man wieder an diesem Punkt, wo ich im Movie Trivia schon mal war. Deswegen würde ich eigentlich Version 2 präferieren, nämlich das Ganze als Shorts zu machen. Ja, das habe ich ja jetzt tatsächlich einmal gemacht, aber mich nicht so richtig da hinein vertieft. Aber eigentlich bietet sich das Movie Trivia genau dafür an. Kurze, einminütige Clips, in denen ich dann solche Fakten erzähle. Das ist dann nicht mehr ganz so umfangreich wie in diesen Videos hier, aber immerhin würden dann häufiger solche Movie-Trivias kommen. Zumindest wünsche ich mir das jetzt aktuell so. Und ich dachte mir, am besten wäre es, wenn ihr mir in den Kommentaren mal sagt, wie ihr das finden würdet. Was würdet ihr euch wünschen? Was ich im letzten Endes mache, das entscheide ich wahrscheinlich so on the run. Aber wie gesagt, so kann es nicht weitergehen, weil ich mich an den Dingern wirklich zermürbe. Ja, da steckt so viel Arbeit drin und die Zeit habe ich nicht mehr. Und ich merke auch, irgendwie finde ich nicht mehr so viele Trivia, die sich dann noch in solche Gesamtfolgen hineinpacken lassen. Deswegen, das war erstmal die letzte Folge in dieser Art und Weise. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem damit Spaß und wünsche euch ein paar schöne Tage. Und wenn ihr wollt, guckt einfach in die Playlist. Ich habe viele Folgen davon gemacht. Da habt ihr noch mehrere Stunden an guter Unterhaltung. Ich sage tschüss, macht's gut.